Um diese Ungleichung zu lösen, multiplizieren wir zuerst beide Seiten der Ungleichheit mit dem gemeinsamen Nenner 6. Und da diese Zahl 6 positiv ist, kann man nach der Multiplikation dieses Zeichen beibehalten. Multiplizieren wir mit 6. 6 geteilt durch 2, das macht 3. Diese 3 multipliziert sich mit dieser 3, das macht 9. Und diese 9 wird dann auf diese Klammer verteilt. Dann macht das 9x plus 9 mal 3, das heißt 27. So. Minus x Drittel mal 6, das macht minus 2x. Dieser Bruch wird ebenfalls mit 6 multipliziert. Das ergibt dann 4x plus 2, steht da. Hier wird auch mit 6 multipliziert, das ergibt dann 3x. Und diese 2 multipliziert mit 6 ergibt 12. Jetzt setzen wir alle x-Termen links von diesem Ungleichheitszeichen und die unabhängigen Termen nach rechts. Also steht links 9x minus 2x minus 4x minus 3x, das heißt 0 mal x. Und rechts steht 2 plus 12 minus 27, das heißt minus 13. Wir suchen also alle Werte, durch die man x ersetzen kann, damit diese Ungleichung aufgeht. Aber egal welche reelle Zahl mal 0, das ergibt immer 0 und 0 ist immer streng größer als minus 13. Was also bedeutet, wir können x durch egal welche reelle Zahl ersetzen, diese Ungleichung geht immer auf. Das bedeutet, auf dem Zahlenstrahl zeichnen wir alle reelle Zahlen in grün. Sie sind alle Lösung dieser Ungleichung. Also ist die Lösungsmenge die ganze Menge R. Und wenn das der Fall ist, sagt man, diese Ungleichung sei unbestimmt. Und diese Übung ist schon beendet.